So, hallo, willkommen bei meinem ersten Let's Play. Ich versuche mich heute mal an Battlefield Hardline. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt mal los. Und schauen, wie lange wir es in den rauen Straßen durchhalten. So, Helligkeit anpassen. Pass die Anzeige an, bis die diagonalen Linien verschwunden sind und das Logo kaum noch sichtbar ist. Ah, ich würde sagen, so sieht's doch ganz gut aus. Jawohl, wir nehmen mal an. Und los geht's. Nach dem wunderschönen Ladebildschirm. Bup. Ja. Passt, Facebook-Freigabe. Alles klar. Und wir fangen mit einem Fehler an. Super. Nein, so, ich möchte jetzt gern. Ja, wir möchten natürlich von vorne anfangen und wir sind kein Anwärter. Wir versuchen uns mal in dem Normalmodus. Und los geht's mit dem Prolog. So, dann bin ich mal gespannt. Schaut euch diese herrliche Landschaft ruhig noch ein letztes Mal an, Männer. Sowas werdet ihr für eine ganze Weile nicht mehr sehen. Nicholas Mendoza. Scheiße. Wenn du hier landest, hast du es wirklich richtig verkackt. Pass mal lieber auf deine Waffe auf, Deputy, bevor sie dir einer dieser Herren abnimmt. Korrupte Cops wie dich sehe ich sehr gerne in meinem Bus. Es heißt, das System funktioniert. Genieß die Fahrt, Detective. Alles klar, hier ist es. Okay, das sollte nicht lange dauern. Sollen wir die schnell einsacken und dann essen gehen? Ja, okay. Ich kenne einen guten Kubaner in der Nähe. Ein Kubaner? Junge, Junge, Nick, du läufst keine Streife mehr. Da geht mehr als Bohnen mit Reis. Ernsthaft? Bohnen mit Reis? Ich bestell für dich. Ich habe eine Idee. Ich such den Laden aus. Ne? Ich garantiere dir, du wirst nie wieder Matsch mit Pampe essen wollen. Mal kubanisch gegessen? Hey, diesmal gehst du voran, okay? Knallharter Zugriff. Konzentration, Zielperson finden und alle ausschalten, bevor sie zur Knarre greifen können. Ja, habe ich schon mal gemacht. Aber noch nicht mit mir. Okay, dann los. Und leg ein bisschen Bass in deine Stimme. So. Und los geht's. Also, erst schießen, dann Fragen stellen, genauso wie wir es gewohnt sind. Wir klopfen aber erstmal freundlich an. Polizei! Wir kommen rein! Und los geht's. Keine Bewegung, jetzt. Keine Bewegung. Die Hände hoch. Die Hände hoch. Ich will die Hände sehen. Langsam zurück und weg Ihr von dem Tisch. Ihr habt euch die falsche Tür ausgesucht. Ah, gleich wieder dicke Lippe riskieren. Und wir zielen. So. Ach, scheiße, Mann. Komm schon. Ja, hast du Angst vor meiner MacLight, ne? Fangen wir dem Großen doch mal an. Drei, okay. Verhaften. Schön die Hände oben lassen und langsam umdrehen. Langsam. Ganz kleiner Stinker. Du machst einen Riesenfehler, Mann. Wir sind doch alle Freunde. Ja, wir haben uns alle lieb. Nimm das Ding aus meinem Gesicht, okay? Ey, willst du da einfach rumstehen und du zugucken? Willst mein Ding gar nicht erst sehen? Umdrehen. Ganz so langsam. So eine verdammte Scheiße. Das weißt du ja wohl. Das ist doch ja ein einziger Witz hier. Hättest du meine Schule aufgepasst, mein Freund. Wolle. Verlass dich drauf. Ach ja? Bei dem guckst du auf den Weg. Fickt euch! Oh, was ist hier los? Na, das ist ja super gelaufen. Ja, das ist aber schnell eskaliert.
Was war das denn bitte? Hast du die Tür nicht gesichert? Eieieiei. Du solltest hier aufpassen. Ja, ja. Durchsuch die Leichen. Vielleicht ach, sieht doch schön aus. Ja, so viel zu unauffällig. Sehr schön. Hätte ich mir auch das Verhaften sparen können. Bingo. Was hast du? Brieftasche. Ausweis. Sagt dir das was? Nein. Sagt mir nichts. Schade, dass keiner mehr zum Verhören da ist. Hey, hatte keinen Bock auf Burger, bin zum Kubaner. Der hat Hunger. Hey, stehen bleiben! Los, ihn nach! Los, los! Den hol ich mir! Keine Bewegung! Hände hoch! Ah, so rennen wir also. Das macht alles nur schlimmer! Verdammt! Starter, Treppe runter! Los! Verfolgungsjagd trainiert. Abstand halten, damit ich niemanden anbringt. Vergiss es, wir müssen ihn aufhalten. Was wurde? Los, über Gas! Hervorragend. Und einmal falsch abgebogen und das war's schon wieder. Ja, läuft ja super. Ah. Natürlich, Auto explodiert. Das ist der Sound der Police. Das ist der Sound der Mies. Das ist der Sound der Police. Und nochmal, weil es so schön war. Natürlich war noch ein Profi, ich hab mir eben gesehen. Eieiei. Wir fahren auf der Mateo Richtung Norden, brauchen Verstärkung. Wir liegen von der Mateo auf die Quacker. Die Kreuzung ist sauber. Die Lenkung ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ist ja Wahnsinn. So, in der quälischen Nachbarschaft. Komm schon. Okay, wir müssen den ausschalten. Ach komm. Warte noch einen Moment. Hier. Scheiße. Ja, da hilft der Beulendoktor auch nicht mehr. Keine Bewegung! Wir haben dich, das Stück Scheiße! Ja, ich glaube, der läuft nirgends mehr hin. Nick, das war's. Bring das Arschloch hier. Ah, Mann, auf! Ja, komm mal raus, mein Freund. Ich helf dir. Du hast das Recht zu schweigen. Leck mich, genau. Verdammt. Oh, den Spruch kennst du schon, ne? So, das war der Prolog.
Und das nächste Mal geht's weiter mit dem restlichen Teil. Also vielen Dank erstmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.